Moment die Augen geschlossen und spür diesem Om nach, mitten in deinem Herzen. Und sende dieses Om wie ein Licht von einer Kerze in alle Richtungen dieser Welt. Soweit deine Vorstellungskraft reicht. Und sei mitten in diesem Zentrum, ganz bei dir. Und mit dem nächsten Atemzug kommen wieder mit der Aufmerksamkeit ein kleines bisschen nach außen. Herzlich willkommen zu einer Yogastunde, die zum Thema schöpferische Potenzialentwicklung und gleichzeitig zum Thema Balance von Yin und Yang ausgerichtet ist. Das ist so mein spezielles Thema, mit dem ich mich seit vielen Jahren beschäftige. Ich bin Ilona Strohschein, ich komme aus Neustadt in Sachsen, östlich von Dresden. Meine Tradition ist ursprünglich mal, habe ich gelernt, die Tradition von Vishvayatan. Das kennt in Deutschland kaum jemand. In Indien ist es ein bisschen mehr bekannt, weil die Familie Gandhi danach gelebt und unterrichtet wurde, gelebt hat. Und dann bin ich wie so in der anderen Branchen üblich ist, auf Wanderschaft gegangen und habe mir immer sehr gute Yogalehrer gesucht, woraus sich ein eher eigener Stil entwickelt hat. Und davon möchte ich euch heute ein paar Ideen mitgeben, wie du vielleicht auf eine andere Art und Weise Yin und Yang in dir balancieren kannst. Du weißt, wir haben alles in uns, wir sind von allen Qualitäten beschenkt worden von diesem Universum. Und je nachdem, wie dein Alltag ist, wirst du vielleicht mal das Yin ein bisschen mehr stärken wollen und vielleicht mal das Yang ein bisschen mehr Power reinbringen wollen und trotzdem immer wieder in der Mitte zu bleiben. Wir haben unterschiedliche Herausforderungen im Alltag und es ist wichtig, dass die Mitte stark genug ist, damit du alles ausbalancieren kannst, damit also eine Stille da sein darf, genauso wie Ekstase. Und wenn deine Mitte stark genug ist, kannst du es ausbalancieren, wenn sie so schwach ist. Und dann wippt es einen um wie so ein Bambus. Und vielleicht warst du schon mal in einer Yogastunde bei mir oder bist ganz neu. Lass dich einfach wieder neu ein. Die Idee dieser Stunde ist zunächst erstmal mit einer Atemübung in die Kraft zu gehen und mal zu spüren, wie ist es, wenn ich mehr Yin-Kraft brauche, was kann ich tun? Wie ist es, wenn ich mehr Power, mehr Yang-Kraft brauche? Und wie, wenn ich gut harmonisieren will? Dazu möchte ich mit einer Atemübung beginnen und dann werden wir auf dem Boden eine Reihe üben, die sich ganz systematisch aufbaut. Ich gehe mal davon aus, dass hier nicht so ganz, ganz pure Anfänger sind, sodass wir ein kleines Stück schneller vorangehen können, als ich das in normal meinen Kursen tue. Und ich habe zwei liebe Kolleginnen dabei, das ist die Veronika, die wird also die Praxisübungen hier vorne mitmachen. Wenn du eher ein Mensch bist, der sehen will, was gemacht wird, dann versuch immer zu ihr zu schauen, sie wird es dann also hier vorne zeigen. Und das ist Peggy hier vorne. Wenn du Hilfe brauchst, wenn du sagst, ich habe das nicht verstanden akustisch oder was ich machen soll, dann hebe deinen kleinen Finger. Ja? Das ist das Zeichen, dass Peggy kommt. Sie kann natürlich nicht bei 50 Leuten zur gleichen Zeit sein. Aber das ist das Zeichen, ich brauche gerade mal eine Unterstützung. Ich habe es nicht umsetzen können, das, was gesagt wurde. Ich bin es gewohnt, sehr genau und sehr präzise anzusagen. Und trotzdem ist immer mal jemand dabei, der es also eher sehen oder der noch eine Unterstützung braucht. Fühl dich frei zu rufen danach.
Gut, dann lasst uns anfangen und stehen mal auf. Finde einen Stand, der ungefähr schulterbreit ist. Und richte die Füße nach vorne aus oder eher einen ganz kleinen Tick wie über den Onkel, also mit den Fersen nach außen, in Mühe. Das macht den unteren Rücken ein bisschen mehr auf. Und habe mal ein durchgedrücktes Knie und kneif mal den Hintern zusammen und wisse, so geht's gar nicht. Mach ein weiches Knie und lass den Gesäßmuskeln einfach mal komplett los und hab so dieses Gefühl, aha, so kann ich mich weich mit Mutter Erde verbinden. Und die Idee ist, die Energie von Shakti mit dem Einatmen nach oben zu ziehen, auf 4 Zählzeiten bis zum Herzen und mit dem Ausatmen doppelt so lange auf 8 Zählzeiten nach unten wieder abzugeben. Wir werden dann verlängern auf 5 Zählzeiten bis zum Halschakra, wieder runter auf 10 Zählzeiten und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Ich werde jetzt heute nicht so viele Wiederholungen machen, weil ich denke, es für euch recht einfach ist und trotzdem könnt ihr diese Idee und das Gefühl mitnehmen, was macht sowas. Es ist eine schöne Übung, um den Atem länger, tiefer werden zu lassen für mehr innere Shakti-Energie. Okay, fangen wir gemeinsam an und ich werde dich dann einladen, vielleicht auch mal 1-2 Atemzüge alleine zu machen, vor allen Dingen, wenn wir dann verlängert haben. Wir beginnen auf 4 ein, auf 8 aus. Atme. 1, 2, 3, 4 aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Weiches Knie. 1, 2, 3, 4 aus. 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 aus. 2. Beweg dich ein bisschen im Knie mit. 6, 7, 8 5 ein. 1, 2, 3, 4 5 aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 1, 2, 3, 4, 5 aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5 aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5 aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 6, 12 bis zum Augen. 2, 3, 4, 5, 6 und aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 und aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
ein und die nächsten zwei oder drei. Mach so langsam, wie du kannst, ein und doppelt so lange aus. Ganz für dich. So langsam, wie es für dich geht. Uns bleibt mühelos. Nutze die Vorstellungskraft dazu, dass die Shakti-Energie durch deinen ganzen Körper strömt, wenn du einatmest. Und der nächste Atemzug wird für diese Übung für dich heute jetzt der letzte sein. Mach's noch einmal. Wenn du damit zu Ende gekommen bist, schließ die Augen oder lass sie zu und nimm einen Moment die Qualität wahr dieser Atemübung. Wie fühlt sich es an in dir, gefüllt zu sein mit dieser Energie von Mutter Erde? Vielleicht kannst du so ein Gefühl von innerer Ruhe, erfüllt sein, wahrnehmen. Gut, dann komm mit der Aufmerksamkeit wieder nach außen. Ich habe gerade gesehen, dass einige immer wieder schnell mal was aufschreiben müssen. Musst du nicht. Schick mir anschließend eine E-Mail, ich schicke dir die Übung. Mir ist es wichtiger. Du machst die Übung mit und hast eine Erfahrung gemacht. Und ich verspreche hoch und heilig, ich mache das auch. Nicht gleich in der nächsten Woche, weil ich noch unterwegs bin. Ihr kriegt es von mir zugeschickt. Ihr könnt die Fragen, die schon mal da waren, es funktioniert, kriegt die Übung. Okay. Die nächste Übung ist eher das Yang-Atmen. Ne? Wenn du das Gefühl hast, nach einem anstrengenden Arbeitstag, du bist so noch in deinem Hamsterrad, dann wird dir die Yin-Atmung helfen, runterzufahren. Es kann allerdings auch sein, du hast abends noch was vor und du sagst, bin schon unten. Nichts mehr übrig von meiner Power. Dann brauchst du eher eine powervolle Atmung. Und das wollen wir jetzt machen. Und wir laden dazu die Energie, Shiva-Energie, die Energie des Himmels ein, auf vier Zählzeiten, lasst euch es erst gerade erklären und dann machen wir es gemeinsam. Auf vier Zählzeiten und auf Schlack aus. Und das durch den Mund ausatmen. Ha! Ja, alles klar? Wir fangen wieder mit vier an und auf eins aus. Wir verlängern dann fünf und dann ist die sechs das Ausatmen. Das Ausatmen auf eins bleibt. Das Einatmen wird wieder länger und länger und länger. Ungefähr bis zu acht, wenn wir hochgehen. Ja? Okay. Und stell dir vor, wirklich, du kannst die ganze Energie des Universums packen. Eins, zwei, drei, vier. Und lass los, was du nicht mehr brauchst. Das ist eine gute Idee, Überflüssiges loszuwerden. Es funktioniert nicht immer, aber immer besser. Eins, zwei, drei, vier. Nimm die Füße ein bisschen auseinander und geh mit in die Knie. Eins, zwei, drei, vier. Ha! Jawohl. Eins, zwei, drei, vier. Ha! Eins, zwei, drei, vier. Ha! Fünf. Eins, zwei, drei, vier. Ha! Die sechs ist das H. Eins, zwei.
5. Ha! Jawohl. 1, 2, 3, 4, 5. Ha! Nimm ruhig die Stimme dazu. 1, 2, 3, 4. Ha! 1, 2, 3, 4, 5. Ha! Jawohl. 1, 2, 3, 4, 5. Ha! 6 an, die 7 ist das Ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha! Jawohl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha! Einmal. Sieben ein, die acht ist das Ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha! Zweimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha! Spür nach innen. Wie fühlt sich das für dich an? Nimm den Unterschied der Qualität dieser Atemübung zur ersten wahr. Gut, jetzt kann die Party beginnen, wenn du am Abend noch was vorhast, bist du wieder in deiner Kraft. Ja? Es ist gut, das vielleicht draußen zu machen, in der Natur, wo du richtig viel Sauerstoff tanken kannst. Und es geht relativ zügig, also wirklich wieder in die Kraft zu kommen. Ja? Wenn du gut in deiner Mitte bist und brauchst einfach nur etwas, wie man es ausbalancieren kann, dann bist du eingeladen, gleichmäßig ein- und auszuatmen. Das heißt, wir atmen ein, wir fangen wieder mit 4 an und atmen aus. Und es ist so, als ob du deine Aura streicheln würdest. Die Hände gehen vor deinem Körper zu dir gerichtet nach unten, kreuzen einmal vor der Stirn und einmal vor dem Becken. Und wir fangen wieder mit 4 an und werden langsamer. Mal gucken, wie weit es geht. Okay? Und 1, 2, 3, 4. Aus. 2, 3, 4. 1, 2. Kleine Bewegung im Knien mitmachen. 1, 2. Dass du weich bist und spür mal rein, ob dein Becken noch locker ist, ob du schon anspannst. 1, 2, 3, 4 und 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kleine Bewegung im Knie, Beckenboden locker lassen, Gesäßmuskel locker lassen. 6 ein. 2, 3, 4, 5, 6. Aus. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Und aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aus, 2, 3,
4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5. Guck mal auf deine Knie, ob die noch weich sind. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Aus. 9. 10. 8, 9, 10. Fülle dich bis an den Rand und lass deinem Körper Zeit, den Atem wirklich in jede Zelle deines Körpers zu schicken. Schenke ihm ein Lächeln dabei. Und wenn du magst, schließ die Augen, mach es so langsam, wie es für dich jetzt mühelos geht. Du kannst es verlängern, soweit du das jetzt entsprechend deiner Lungenkapazität, deiner Möglichkeiten zur Verfügung hast. Das Universum ist Fülle. Und wenn du von der Fülle die Fülle nimmst, bleibt die Fülle. Schöpfe aus der Fülle. Genug da. Es ist ein völlig ungenutztes Potenzial, was dir zur Verfügung steht. Unbegrenzt zur Verfügung steht. Eine unerschöpfliche Quelle. Der nächste Atemzug wird dein langsamster für jetzt sein. Nachdem du dann wieder ins Nachspüren gehst. Und beobachte, wie sich diese Qualität anfühlt, wenn du zu Ende gekommen bist. Spüre diese Fülle in deinem Körper. Spüre das Strömen und Fließen in dir. Und beobachte, wie weit du es wahrnehmen kannst, dass es
nur in den Armen, in den Brustkorb, geht es bis ins Becken runter, geht es bis in die Füße. Sei Beobachterin, Beobachter deines eigenen inneren Strömens und Fließens, deiner Energie. Spür diese Mitte, die viel weiter geworden ist. Und es ist ein guter Zustand. Ich weiß, man könnte gerne noch ein bisschen drin bleiben. Ich wollte allerdings auch noch ein paar andere Übungen mit euch machen. Deshalb lade ich dich jetzt ein. Setz dich auf die Matte. In meinem Vortrag habe ich es schon angekündigt, es gibt mittlerweile eine CD mit Atemübungen. Diese ist nicht dabei, die kann man nicht gut im Auto machen, aber die man so auf dem Arbeitsweg im Auto hören kann und zwischendurch sich immer wieder einladen lässt, tiefer zu atmen. Für alle, die sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Ich habe sie nicht bezahlt dafür. Ein paar wenige habe ich dabei und wenn es nicht reicht, kann ich die auch gerne schicken für 10 Euro. Sie hier zu haben, Versand 12, also dann meldet euch einfach. Das ist eine halbe Stunde Trainingszeit für die Zeit, wo du die sowieso hast, die ungenutzt ist, meistens. Und das Hamsterrad dann läuft. Das ist eine gute Idee. Gut, die Übungen, die ich jetzt mit euch machen möchte, sind wieder zur Stärkung unserer Lebensenergie. Die chinesische Medizin, die ja auch sehr große Traditionen hat, sagt, die Lebensenergie ist in deinen Nieren gespeichert. Nierenenergie ist Lebensenergie. Und diese Übungsreihe, die wir jetzt machen, wird also eine spezielle Übungsreihe sein, um diese Lebensenergie zu aktivieren und auch dafür zu sorgen, dass wir, wenn wir viel Energie uns aufgebaut haben, nicht ein Fass ohne Boden sind, sondern ein Fass mit Boden, dass wir es auch nutzen können, dass es im Körper drin bleibt. Es ist ganz viel Beckenbodenarbeit dabei. Wenn du es gewohnt bist, mit dem Beckenboden zu arbeiten. Bist du eingeladen, wirklich bei jedem Einatmen den Beckenboden anzuspannen und bei jedem Ausatmen so lange zu halten, bis du kurz vor Ende des Ausatmens bist und dann lass wieder los und geh mit dem nächsten Einatmen wieder ins Anspannen rein. Wenn du es nicht gewohnt bist, wird es schwierig sein, das eine Stunde durchzuhalten. Deshalb fühl dich frei, wenn ich es auch ansage, es wegzulassen. Das ändert nichts an dieser Übungsphase. Das Erste ist, wir werden also eine ganz kleine Kippbewegung machen, wo uns erstmal, wir nennen das kleine Beckenschaukel, wo uns erstmal bewusst machen, was passiert. Und vielleicht könnt ihr einmal gerade schauen, was gemeint ist. Veronika, zeigt es mal. Ja, mach mal. Die Beine sind aufgestellt, sodass der untere Rücken entspannt ist. Die sind ungefähr hüftbreit auseinander. Und mit dem Einatmen drückst du die Taille nach unten, ziehst den Beckenboden an, dann kommt der Steiß ein Stück weit nach oben. Mit dem Ausatmen hältst du noch die Spannung, ja, und erst im letzten Moment des Ausatmens lass wieder los, sodass du erstmal eine Bewusstheit in den Beckenboden bekommst. Danach werden wir mit den Beinen in den Meridianen weiterarbeiten, um wirklich die Energiemeridiane bis in die große Zehe runter zu aktivieren. Okay? Es kann durchaus sein, und ich sage es schon sicherheitshalber mal vorher an, dass sich die Nieren melden. Ich bin es gewohnt, dass man in meinen Stunden immer mal ausrennen muss. Ja? Okay, leg dich auf den Rücken. Kissen unterm Kopf sind nicht so ganz hilfreich. Wenn du es nicht unbedingt brauchst, leg es weg. Stell die Beine auf, ungefähr hüftbreit auseinander. Sie sollten nicht eingeklemmt am Po sein, aber auch nicht zu weit weg. Lenke deine Aufmerksamkeit in deine Taille und in deinen Beckenbereich.
Mit dem nächsten Einatmen drücke die Taille auf den Boden, spanne den Beckenboden fest an. Halte die Beckenbodenspannung, während du langsam ausatmest. Und im letzten Moment des Ausatmens den Beckenboden wieder löst. Mach's noch einmal sozusagen als kleines Trockentraining. Atme ein, drücke die Taille in den Boden, spanne fest den Beckenboden an. Halte die Beckenbodenspannung, während du langsam ausatmest. Und im letzten Moment des Ausatmens löse die Beckenbodenspannung. Sag deinem Unbewussten, dass es das gerne so weitermachen darf mit jedem Atemzug, während wir uns schon auf Bewegungen noch konzentrieren. Drücke die Taille wieder in den Boden, atme ein, spann den Beckenboden an. Mit dem Ausatmen bring dein rechtes Knie auf den Bauch. Die Hände bleiben, wo sie sind. Ich habe nichts von Händen gesagt. Du darfst halt machen, was angesagt wird, musst nicht selber denken erstmal. Ja? Okay, winkel deinen rechten Fuß an. Mit dem Einatmen drücke die rechte Ferse in den Himmel hinauf, spanne den Beckenboden an, dehne die Rückseite von deinem Bein. Mit dem Ausatmen mach den rechten Fuß lang. Lass den Fuß lang. Mit dem Einatmen krall deine Zehen oben ein, so weit wie du kannst. Lass den Fuß lang, spann den Beckenboden an, spür die Muskeln im Fuß. Mit dem Ausatmen lass den Fuß lang und spreiz die Zehen so weit wie du kannst. Lass den Fuß lang, wenn du kannst. Lass ihn lang, wenn du kannst. Mit dem Einatmen zieh die Fußspitze wieder ran, schieb die Ferse weit in den Himmel. Spür die Dehnung der Rückseite. Mit dem Ausatmen beuge dein Knie. Bring es zurück auf den Bauch. Hebe deinen Kopf an. Mit dem Einatmen strecke die rechte Ferse knapp über den Boden von dir weg. Schau auf deine Fußspitze. Lächle sie an. Es ist deine. Mit dem Ausatmen mach den Fuß lang. Halte die Beckenbodenspannung. Lass einen Moment los. Krall die Zehen ein, atme ein, lass den Fuß lang. Spann den Beckenboden wieder an, drück ihn fest nach unten, kein Hohlkreuz. Spreiz die Zehen, atme aus. Lächel. Zieh die Fußspitze wieder ran, schieb die Ferse weg, atme ein. Spann den Beckenboden an, bring mit dem Ausatmen das Bein zurück, stell's ab. Vergleiche deine rechte und deine linke Seite. Nach dieser kleinen Einladung an deine rechte Seite dürfte die sich viel lebendiger, größer anfühlen. Und die linke Seite ruft schon, ich auch. Und dann drück die Taille wieder in den Boden, atme ein, spanne den Beckenboden fest an. Mit dem Ausatmen bring dein linkes Knie auf deinen Bauch und winkel deinen linken Fuß an. Winkel den linken Fuß an. Winkel den linken Fuß an. Okay. Mit dem Einatmen schick die linke Ferse in den Himmel hinein. Spür die Dehnung an der Rückseite. Mit dem Ausatmen mach den Fuß lang. Mit dem Einatmen krall die Zehen oben ein, spann den Beckenboden wieder an, lass den Fuß lang, so weit wie du kannst, spür die Muskeln in deinen Fuß. Mit dem Ausatmen spreiz die Zehen so weit wie du kannst, lass den Fuß lang, wenn es geht. Spreiz die Zehen, wir haben da ganz viele Reflexzonen auch. Mit dem Einatmen zieh die Fußspitze wieder an dich ran, schieb die Ferse nach oben, dehne die Rückseite. Lass die Zehen noch gespreizt, soweit es geht in den Socken. Mit dem Ausatmen bring das Knie wieder auf den Bauch. Hebe deinen Kopf an. Und mit dem Einatmen schick die linke Ferse von dir weg.
Schau auf deine Fußspitze, lächle sie an. Mit dem Ausatmen mach den Fuß lang. Halte die Beckenbodenspannung. Kein Hohlkreuz. Krall die Zehen ein, atme ein, spann wieder an. Spreiz die Zehen, atme aus. Moment den Beckenboden loslassen und wieder einatmen, Beckenboden anspannen, Ferse wegdrücken, aus dem Hüftgelenk rausschieben. Mit dem Ausatmen bring das Bein zurück, stell's ab. Vergleiche rechts und links. Beobachte, ob sich ein Ausgleich einstellt. Gut, mit dem Einatmen drücke die Taille wieder in den Boden, spanne den Beckenboden fest an. Mit dem Ausatmen hole beide Knie auf deinen Bauch. Winkel die Füße an und bring die Fersen zusammen. Nicht die Knie auseinander, sondern nur die Fersen zusammen. Die Knie bleiben zusammen, aber die Fersen drücken zusammen. Ja? Und gib richtig Druck auf die Fersen, wenn du sie jetzt nach oben schickst, in den Himmel. Atme ein, geh in die Dehnung der Rückseite. Wenn es dir schwerfällt, es nach oben zu strecken, schieb die Hände unter den Po. Mach die Füße lang mit dem Ausatmen. Lass die Fersen fest zusammengedrückt. Beobachte, welche Muskeln machen denn das? Mit dem Einatmen kralle oben die Zehen ein. Lass die Fersen zusammengedrückt, wenn es geht. Und die Füße lang. Spreiz die Zehen, atme aus. Lass die Fersen zusammengedrückt und die Füße lang, wenn du kannst. Zieh die Fußspitzen wieder ran, schieb die zusammengedrückten Fersen nach oben, atme ein und geh einen Moment in die Grätsche, atme aus. Nimm die Hände innen an die Oberschenkel, Knie, halte für ein, zwei Atemzüge, schieb die Fersen bewusst weg, zieh die Fußspitzen ran und auch die Außenkanten der Füße. Wenn du die Nachbarin, den Nachbarn triffst, ist auch okay. Wird heute mal gefüßelt hier. Okay, noch einen Atemzug verweile. Mit dem nächsten Einatmen bring die Beine wieder nach oben, drück die Fersen wieder in den Himmel zusammen. Mit dem Ausatmen bring beide Knie auf den Bauch zurück, löse die Fersen. Konzentriere dich auf dein rechtes Bein. Heb den Kopf an. Nur das rechte Bein strecke mit der Ferse von dir weg, flach über dem Boden. Mit dem Ausatmen mach den Fuß lang. Mit dem Einatmen zieh den Fuß wieder ran, spanne den Beckenboden an. Fuß und Bein sind was Unterschiedliches. Ausatmen, bring das Knie wieder ran. Wir unterscheiden Füße und Beine, bitte. Konzentriere dich auf dein linkes Bein. Heb den Kopf wieder an. Und strecke nur das linke Bein flach über den Boden von dir weg. Mach den Fuß lang, atme aus. Zieh die Fußspitze wieder ran, schieb die Ferse von dir weg, atme ein. Spann den Beckenboden an. Mit dem Ausatmen bring das Knie wieder ran, leg den Kopf ab. Ein Moment war, wie sich das anfühlt. Da kann man jetzt Stunden, Wochen lang mit Anfängern üben. Das kannst du dir gut vorstellen. Das sind einfache Sachen. Wir machen einen kleinen Schritt weiter. Das heißt, wir strecken beide Beine, und zwar eins flach über den Boden und das andere, soweit du kannst, zum Himmel. Okay? Rechts unten, links hoch. Wir atmen ein, Kopf anheben, rechts über den Boden, links zum Himmel. Fersen wegschieben, Beckenboden ganz fest anspannen, ausatmen, Füße lang machen. Einatmen, Füße ranziehen, Fersen wegschieben, Beckenboden anspannen, ausatmen, entspannt, alles zum Bauch zurückbringen, Kopf ablegen.
Nimm einen Atemzug Pause. Ich weiß, für manche ist es anstrengend, für diesen langen Muskel hier oben am Hals, diesen Sternocleidomastoideus. Aber den brauchen wir auch ganz dringend. Ne? Auch der braucht Kräftigung, Stabilität. Dann heb den Kopf wieder an und links unten, rechts nach oben. Einatmen, schieb die Fersen weg. Mach die Füße lang, atme aus. Zieh die Fußspitzen wieder ran, atme ein. Tief und vollständig. Und mit dem Ausatmen bring alles wieder zurück zum Bauch. Gut. Lege mal deine Hände auf deine Knie. Und zwar so, dass du die Knierundung so in der Mitte deiner Hände hast. Ja? Und wir beschreiben mit den Knien einen Außenkreis. Das heißt, die Knie schiebst du von dir weg mit dem Einatmen, nimmst sie mit nach außen, atme aus. Zieh sie außen an dich ran, atme ein und schließ sie wieder, atme aus. Das ist nur eine Trockenübung erstmal. Und wieder öffne die Knie, atme ein, dass die Beine schon mal wissen, was kommt. Schieb sie von dir weg, außen, atme aus. Bring sie zusammen, atme ein und zieh sie an dich heran, atme aus. Gut, jetzt. Jetzt machen wir das Ganze mit ein bisschen mehr Power. Deine großen Zehen bleiben immer zusammen. Und wenn du jetzt die Knie von dir wegschiebst, halten die so fest sie können dagegen. Du nimmst den Beckenboden mit dazu und mit aller Kraft, die du aufbringen kannst, mit einem freundlichen Lächeln, schiebe beim Einatmen die Knie kraftvoll von dir weg, bis die Oberschenkel senkrecht sind. Von dir weg, nur von dir weg, die Knie von dir weg. Kein Strecken der Beine, nur die Knie von dir weg. Halte da, atme aus, halte die Beckenboden spannend. Dann nimm die Hände innen mit den Fingern an die Knie. Und jetzt ziehen die Arme die Knie nach außen mit dem nächsten Einatmen und die Knie halten fest dagegen, sodass du Kraft in den Armen brauchst. Halte an der Außenposition, atme aus, Beckenboden ist fest angespannt. Die Hände sind wieder mehr auf der Oberseite der Knie, wenn die Knie an dich ran wollen, hältst du mit den Händen dagegen, atme wieder ein, Beckenboden fest anspannen. Die wollen außen an dich ran, außen wollen die an dich ran, deshalb haben wir vorher die Übung gemacht. Und jetzt die Finger innen an den Knien und wenn die Knie wieder zusammen wollen, mit dem nächsten Einatmen halten die Arme wieder dagegen. Halte einen Moment mit dem Ausatmen und dann lass locker. Und wir gehen diese gleiche Bewegung wieder zurück, nur dass wir eine andere Handhaltung haben. Du hast jetzt die Hände außen an deinen Knien. Und mit dem Einatmen halten die Arme fest dagegen und du drückst die mit den Knien die Arme auseinander. Spann den Beckenboden fest an, bis die Knie außen sind, die großen Zehen bleiben zusammen. Halte hier, atme aus. Spür die Kraft in deinem ganzen Körper. Die Hände wandern auf die Oberseite der Knie. Du schiebst mit aller Kraft die Knie von dir weg. Atme ein, halte die Anspannung und lächle. Freu dich deiner Kraft. Ausatmen. Die Hände wieder außen an die Knie. Deine Arme drücken die Knie zusammen. Die halten ganz fest dagegen. Atme tief ein, spann den Beckenboden mit an. Halte die Anspannung, ausatmend, die Hände kommen an die Knie innen ran und du ziehst die Knie an dich ran, die Hände halten dagegen und locker lassen. Stell die Beine auf. Nimm einen Moment wahr, was sich verändert hat in deinem Körper. Wie geht's deinem
Beckenboden? Wie geht es deinen Beinen, deinen Armen? Wie geht dein Atem? Gut. Mit dem nächsten Einatmen drück noch einmal die Taille in den Boden, spann den Beckenboden an. Und bring mit dem Ausatmen die Beine auf den Bauch. Überschlage dein rechtes Fußgelenk über dein linkes. Jetzt drücke deine Beine so fest du kannst. Fußgelenk. Nicht Knie, Fußgelenk. Dann drücke die Füße mit den Außenkanten fest zusammen und die Beine. Dass so wirklich eine Spannung entsteht. Die Hände gehen an die Knie. Und mit dem Einatmen schiebt die Knie wieder in eine senkrechte, die Oberschenkel in eine senkrechte Position. Die Beine sind, Unterschenkel sind waagerecht zum Boden. Nur die Oberschenkel senkrecht, die Unterschenkel waagerecht. Halte die Spannung für einen Moment. Die Knie fest zusammengedrückt und von dir weg. Atme wieder aus, halt noch einen Atemzug. Tief einatmen und mit dem Ausatmen bring die Beine wieder zurück zum Bauch. Wechsel den oben liegenden Fuß links über rechts. Und wieder drücke die Beine fest zusammen. Und mit dem Einatmen schiebst du die Oberschenkel senkrecht, die Unterschenkel in die waagerechte. Spann den Beckenboden fest an. Baue Spannung auf. Drück die Knie und die Füße fest zusammen. Halte einen Moment. Atme aus. Spür die Muskeln. Und nochmal. Einatmen. In der Spannung bleiben. Und mit dem Ausatmen lass alles wieder locker. Stell die Beine zusammen auf vor deinem Becken, die Füße zusammen, die Knöchel zusammen. Und wenn es geht, breite mal deine Arme wie große Flügel aus. Die Handflächen nach oben, triffst du die Nachbarin, den Nachbarn. Ist das ein wunderschönes Guten Morgen. Schön, dass du auch da bist. Mit dem Einatmen drehe die geschlossenen Beine zur rechten Seite, sodass die Füße übereinander bleiben. Schau dabei nach links. Atme aus, komm wieder in die Mitte zurück. Mit dem Einatmen drehe die Beine zur linken Seite, schau nach rechts. Langsames, tiefes Atmen, die Füße bleiben übereinander. Der Steiß zieht in Richtung Knie. Mit dem Ausatmen komme wieder zur Mitte zurück. Jede Seite noch einmal, um die Wirbelsäule noch ein bisschen wieder zu entlasten. Dreh die Beine zur rechten Seite, schau nach links. Atme ein, die Füße bleiben übereinander. Atme aus, komm in die Mitte zurück. Mach's schön langsam. Atme ein, die Beine zur linken Seite, die Füße übereinander, Schultern am Boden. Schau zur rechten Seite. Und mit dem Ausatmen komm in die Mitte zurück. Spür einen Moment, wie sich die Wirbelsäule wieder entspannt. Gut. Die Beine bleiben so aufgestellt. Und wir gehen in den liegenden Schmetterling. Und zwar sehr langsam. Der muss erst fliegen lernen. Ja? Das heißt, wir werden zuerst beim Einatmen die Knie wie ein Schmetterling öffnen. Und beim Ausatmen wieder schließen. Und zwar schön langsam. Ich sage es an, dass wir einen gleichen Rhythmus üben können. Und wir werden es dann langsamer werden lassen. Ja? Okay, wir beginnen. Atme. 1, 2, 3, 4,
aus. 2, 3, 4. Mach's nicht schneller. Bitte sei so gut und mach's in dem langsamen Tempo. Wir werden langsamer werden, immer langsamer. Und nochmal. 1, 2, 3, 4. Schließen. Aus. 2, 3, 4. Okay. Jetzt atmen wir ein und aus zum Öffnen und ein und aus zum Schließen, sodass du 8 Zählzeiten zum Öffnen Zeit hast und 8 zum Schließen. Und zwar schön langsam. Und 1, 2, 3. Hälfte aus. 2, 3, 4 unten. 1, 2, 3. Hälfte aus. 2, 3 oben. Noch einmal. Und drücke die Enter-Taste für Speichern. 1, 2, 3, 4. Aus. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hälfte aus. 2, 3, 4 oben. Sehr gut. Die Beine haben einen Moment Pause. Und du bringst die Arme von deinen Flügeln nach oben über deinen Kopf und verschränkst da die Finger mit Ausnahme vom Zeigefinger. Mit dem Einatmen, ich erkläre es wieder erst, dann machen wir es. Mit dem Einatmen heben wir die Arme und den Oberkörper und den Kopf so weit zur Zimmerdecke an wie möglich. Mit dem Ausatmen gehen dann die Arme weiter in Richtung Becken. Wir beginnen wieder, ich zähle wieder bis 4, weil es schön langsam viel mehr bringt als schnell. Okay? Und 1, 2, 3, 4, weit zur Zimmerdecke ziehen, aus, 2, die Hände zum Becken, 3, 4, über dem Becken drehst du die Hände mit den Handrücken zusammen und ziehst sie auf deinem Körper nach oben, 1, 2, 3, 4, über dich hinaus, legst den Oberkörper wieder ab, aus. 2, 3, 4. Die Beine bleiben angestellt, damit der untere Rücken geschützt bleibt. Ja? Nochmal. Dieses. Und 1, 2, 3. Zimmerdecke. Aus. 2, 3, 4. Becken. Hände drehen. Zieh die Energie von deinem Becken in deiner Mitte, die Chakren leider nach oben. 3, 4, abrollen, aus, 2, 3, 4. Ein letztes Mal dieses, ist ein bisschen tricky. Und nochmal, 1, 2, 3, 4, zum Zimmer der Gestrecken und aus, 2, 3, 4. Hände drehen, die Energie in dir drinnen, über das Becken, nach oben ziehen. 4 und aus. 2, 3, 4. Okay, sehr gut. Was einzeln geht, geht auch zusammen. Das heißt, wir koordinieren die Arme und die Beine. Wenn es dir zu viel wird, hast du immer die Option, für dich selbst neu zu entscheiden, wie intensiv du das machen möchtest. Okay. Die Knie öffnen sich, die Arme kommen nach oben und atme. 1, 2, 3, 4. Aus. 2, 3, 4. Hände drehen. Die Knie kommen nach oben, die Hände kommen nach oben. 1, 2, 3, 4. Aus. 2, 3, 4. Es ist schon schwierig, wirklich die Knie so langsam nach oben zu bringen. Die Arme sind wieder abgelegt. Oh, nochmal. 1, 2, 3. Zimmerdecke. Aus. 2, 3, 4. Hände drehen. Die Energie nach oben ziehen. 1, 2, 3, 4. Und ablegen. Aus. Knie schließen. 3, 4. Einer noch. Und 1, 2.
2, langsam die Knie öffnen, 4 ist die Hälfte für die Knie, aus, 2, 3, Knie unten, Arme unten, drehe, 1, 2, 3, 4, ablegen, aus, 2, 3, 4. Lass die Arme entspannt liegen, wenn das für dich gut geht. Wenn du Probleme in deinen Schultern hast, löse die Position zwischenzeitlich. Konzentriere dich noch einmal auf dein Becken und beim nächsten Mal, wenn wir wieder in diese Position gehen, lässt du die Knie unten. Die schließen jetzt nicht bei dem Zurückgehen der Arme. Okay? Und wir atmen. Die Arme kommen wieder hoch. 1, 2, 3, 4. Die Knie öffnen sich. Aus. 2, 3, 4. Die Beine bleiben, nur die Arme machen weiter. Zieh nach oben. 1, 2. Über den Brustkorb drüber hinweg. So als würdest du in deiner Mitte die Energie nach oben ziehen. Leg die Arme ab. Aus. 2, 3. 4. Du hast jetzt die Außenkanten deiner Füße auf dem Boden und du drückst die Fußsohlen ein wenig zusammen. Mit dem Einatmen spanne den Beckenboden fest an. Mit dem Ausatmen bring die zusammengelegten Füße auf deinen Bauch. Also auf das Becken, nur ranziehen, so weit wie das geht, die zusammen, die Arme bleiben liegen, die Füße so nah wie du kannst rannehmen. Ja genau, die Fußsohlen bleiben zusammen. Gib ein bisschen Druck auf die Fußsohlen, auf den Bauch. Mit dem Einatmen schieb die Fußsohlen ein Stück gen Himmel, so weit wie du kannst. Mit dem Ausatmen besuchen die Hände die Füße, so weit wie sie kommen. Und machen ein Dreieck, eine Pyramide. Die Arme legen wieder ab, atme ein. Und die Beine kommen wieder zum Körper ran, atme aus. Spanne den Beckenboden ganz fest an, atme ein. Die Füße sind zusammen. Mit dem Ausatmen halte die Beckenbodenspannung, leg die Außenkanten der Füße wieder auf den Boden ab. Und du hast ein Ein- und ein Ausatmen, um die Beine wieder nach oben zu bringen. Atme. 1, 2, 3, 4. Beine wieder schließen, Beine schließen. Aus. 2. Nein. Okay. Nochmal zurück. Die Füße auf den, die Außenkanten der Füße auf dem Boden. Schließe die Flügel wieder, die Schmetterlingsflügel der Füße. Ja? Auf 2x4 Zählzeiten. Die Knie gehen nach oben. 2, 3, 4 und aus. Nein, nicht nach. Die Knie gehen nach oben, nicht die Füße. Wir unterscheiden Beine und Füße. Ist nicht so einfach. Lass die Beine am Boden. Okay. Gut. Das als ganze Reihe. Das ist ein ganzer Übungsfluss. Ja, das ist eine komplexe Übung. Und die besteht aus diesen einzelnen Elementen, die wir gerade gemacht haben, die wir jetzt zusammenbinden zu einer Karana, zu einer Übungsfolge. Okay? Wir machen es nochmal. Beim nächsten Mal geht es schon viel leichter. Die Beine sind zusammen, die Arme über deinem Kopf. Wenn du einatmest, gehen die Arme nach oben, die Knie beginnen sich zu öffnen. Und 1, 2, 3, 4, die Hände bis zum Becken, aus, 2, 3, 4, die Knie bleiben, die Energie zieh nach oben mit den Handrücken auf dem Körper. 1, 2, 3, 4, Oberkörper ablegen, Beine bleiben, aus. 2, 3, 4, die Außenkanten der Fersen fest auf den Boden drücken, Füße zusammen, Beckenboden anspannen. Einatmen, mit dem Ausatmen die Füße auf den Bauch holen oder auch übers Becken holen. Füße zusammendrücken, mit dem Einatmen in den Himmel schicken. Jawohl, mit dem Ausatmen kommen die Arme zu den Zehenspitzen, so weit wie du kommst. Halte einen Moment dieses schöne Dreieck.
Atme ein, komme langsam mit dem Oberkörper zurück, die Füße bleiben zusammengedrückt oben. Mit dem Ausatmen beug die Knie wieder und bring die Füße wieder übers Becken. Spanne den Beckenboden fest an, atme ein. Und mit dem Ausatmen und der Beckenbodenspannung leg die Außenkanten der Füße wieder auf den Boden ab. Mit dem Einatmen bewegen sich die Knie langsam wieder nach oben auf 4 Zählzeiten und mit dem Ausatmen schließen sie sich wieder. Jetzt sind wir wieder in der Ausgangsposition dieser Übungsfolge. Wenn du noch woanders abgeblieben bist, dann fühl dich eingeladen, wieder in die Ausgangsposition zu kommen. Wir machen es noch einmal. Und mit dem Einatmen kommen die Arme nach oben. Knie öffnen sich. Mit dem Ausatmen Hände bis zum Becken. Die Energie von Himmel und Erde verbindet sie. Sie in dir drinnen hoch. Atme ein. Lerne die Energie aus der Erde über dich hinauszuziehen. Leg dich wieder ab. Atme aus. Außenkanten der Füße liegen auf dem Boden. Du drückst die Füße zusammen, spannst den Beckenboden an, atmest ein. Spann den Beckenboden an, atme ein. Mit dem Ausatmen bring die Beine auf den Bauch. Mit dem Einatmen gehen die Füße nach oben. Mit dem Ausatmen kommen die Hände dazu, so weit wie du kommst. Mit dem Einatmen leg den Oberkörper wieder ab, öffne dich wieder. Mit dem Oberkörper. Mit dem Ausatmen beuge die Knie. Spann den Beckenboden fest an, wenn du einatmest. Die Knie außen lassen. Druck auf den Füßen. Mit dem Ausatmen leg die Außenkanten deiner Füße wieder auf den Boden ab. Bleibe mit den Beinen da, wo du jetzt bist. Atme ein, bring die Arme entspannt an die Seite deines Körpers. Und lass dir 3 bis 4 Atemzüge Zeit in eigener Regie, so langsam wie du jetzt kannst. Deine Beine zu schließen, so langsam wie du jetzt kannst. Und der Schmetterling darf fliegen und wackeln mit seinen Flügeln. Genieße es, wenn die ganz, ganz langsam 3, 4 Atemzüge, mach es in Obersuperzeitlupe und genieße jeden Millimeter, den du nach oben kommst. Und jedes Wackeln und Zittern, das ist eine Absicht in dieser Übung, das wirklich mal unbewusste Bewegungen geschehen können, dass Entspannung geschehen kann im Becken. Ja, genieß dieses Flattern und Zittern. Mach es schön langsam, du hast Zeit. Du hast Zeit. Und gerade an so einer Stelle, wo es anfängt zu zittern, da bleiben noch Momente, wow! Ein gutes Gefühl, wenn so ein Zittern durch den ganzen Körper strömt. Schön langsam. Ja, es sind einige wunderbar dabei. Und wenn es richtig zittert, ist auch okay. Du darfst das. Du darfst dir das alles erlauben. Der Körper darf das. Lass den Verstand raus, der vielleicht sagt, na, wie ist denn sowas? Der Kopf hat Pause. Konzentrier dich auf die Bewegung. Schön langsam. Schön langsam. Und wer dann oben angekommen ist, ganz seiner Zeit, legt die Beine entspannt zum Boden. Und wer noch unterwegs ist und genießt, der darf genießen. Jeden Millimeter. Und nimm wahr, wie sich das anfühlt. Was hat sich verändert?
Wo genau kannst du diese Veränderung spüren? Also nach und nach sind auch die 3, 4, 5 Atemzüge bis zum Schließen der Beine vorbei, sodass auch die allerletzten noch ins Entspannen kommen können. Es ist noch nicht die Entspannung am Ende der Stunde. Nur ein Moment des Nachspürens, weil es ist ein unglaublich wohliges Gefühl, wenn die Energie von den Zehenspitzen wirklich durch den ganzen Körper strömt. Wenn jede Zelle deines Körpers eingeladen ist in diese Energie. Und wisse, dass diese Übungsfolge natürlich, je öfter du das machst, umso mehr bringt es. Je langsamer du sie machst, umso mehr bringt es. Es ist eine Reihe, die Zeit braucht. Zum einen, um erstmal die Abfolge vielleicht wirklich in dem Gedanken zu haben. Und zum anderen, sie dann auch genießen zu können. Interessanterweise verschwinden Probleme in den Beinen durch dieses Üben. Restlex-Syndrom, wackelnde Knie, geschwollene Füße, alles das sind Stauungserscheinungen, die auf Nierenenergiestau zurückzuführen sind. Und es verschwindet. Und in dieser Kombination ist es eine unglaublich gute Möglichkeit, für die eigene innere Kraft etwas zu tun. Gut. Dann lege die Beine mal lang auf den Boden, wenn du sie noch angestellt hast, und schieb mal deine Hände unter die Taille, wo die Nieren sind, mit den Handflächen zum Boden. Wir haben jetzt sehr intensiv im Rücken gearbeitet, deshalb ist es gut, beim Aufsetzen jetzt ein bisschen Unterstützung zu geben. Du ziehst das Kinn zum Brustkorb, schaust zu deinen Füßen, die Beine lang und leichten Druck mit den Händen und setzt dich gerade auf. Ja. Das hilft uns, in dieser Energie auch zu bleiben. Ich weiß, dass es in anderen Schulen mitunter auch unterrichtet wird, sich zur Seite zu drehen. Doch wir tun alles, um unsere Mitte zu stärken, um wirklich in der Mitte anzukommen. Und es wäre töricht, dann am Ende einer Yogastunde zu sagen, und dreh dich über die Seite und setz dich wieder auf. Dann bleibt die Mitte da liegen und du gehst wieder so nach Hause, wie du gekommen bist. Ja, deshalb, wer sich nicht aus Kraft des Rückens aufsetzen kann, nimmt die Hände so ein bisschen zur Unterstützung. Und das kann von 100 Leuten, 99 können das. Es gibt immer mal eine ganz seltene Ausnahme, wo das nicht geht. Gut, ich möchte dir noch eine Idee geben, wozu diese ganze Beckenbodenarbeit auch für andere Übungsfolgen genutzt werden kann. Und wir wollen eine ganz kleine Reihe machen. Und du kommst einen Moment in die Tigerstreckung. Also du gehst in die Katzenposition, schiebst die Arme so weit, wie du kannst, von dir weg, machst den Rücken rund. Setz dich mit dem Gesäß, soweit du kannst, auf die Fersen. Atme einmal ganz tief in den unteren Rücken hinein, sodass die Bandscheiben Platz kriegen durch deinen Atem, dass sie Raum bekommen können. Mit dem nächsten Einatmen setz dich langsam in den Fersensitz, bring die Hände zum Namaste mit dem Ausatmen. Mit dem Einatmen komm in den Kniestand, wachse über dich hinaus. Mit dem Ausatmen öffne die Arme und stell das rechte Bein nach vorne. Und zwar so, dass der Unterschenkel senkrecht ist. Das ist ein rechter Winkel. Die Arme gehen
auf dein rechtes Knie, zumindest die rechte Hand. Das Becken zieh nach vorne, spann den Beckenboden an. Habe jetzt hier wieder diesen Tonus und hier die Dehnung. Und majestätisch lade deine ganze linke Seite ein in deine Yogastunde. Wickle einmal deinen linken Arm um die Taille. Schau über deine linke Schulter nach hinten, unten. Um die Taille gewickelt, den linken Arm. Dann geht der linke Arm wieder zurück, atme ein, nach hinten und komm nach vorne zurück, atme aus. Lege die linke Hand aufs rechte Knie. Dreh dich zu deiner rechten Seite, lade die ganze rechte Seite ein. Wickel den Arm um die Taille, atme aus, lass die Schultern sinken. Der Arm geht wieder zurück mit dem Einatmen nach hinten. Und kommt nach vorne zurück mit dem Ausatmen. Verschränke beide Hände. Zieh den Steiß nach vorne, spann den Beckenboden fest an. Atme ein, zieh die Arme hinter die Ohren, schau zum Himmel, Arme und Ohren auf einer Linie, Beckenboden fest. Atme aus, öffne die Arme, bring die Hände neben deinen Fuß. Fingerspitzen, Zehenspitzen sind optimalerweise in einer Linie. Schiebe dein rechtes Bein so weit du kannst nach hinten weg. Stell rechts, links, Entschuldigung, links nach hinten weg. Weil ich sonst immer Spiegel gleich mitmache. Okay. Stelle. Ich war richtig, doch. Ach Gott. Ja, so ist es. Vorführeffekt. Stelle links hinten deinen linken Fuß auf, die Zehen. Schieb den Kopf aus der Schulter heraus. Werde so lang, wie du werden kannst, aus dem Nacken. Nimm die Mundwinkel mit. Und jetzt probiere, ob du die Ferse, nur die Ferse, Achtung, nur die Ferse nach hinten wegdrücken kannst. Geh nicht nach oben. Nein, nicht nach oben. Das ist was anderes. Das ist ganz anderes. Guck, ob du die Ferse nach hinten wegdrücken kannst. Bleibe unten. Freu dich. In dieser Dehnung. Richte dich so weit du kannst auf. Wenn es für dich okay ist, wenn du gut so bleiben kannst, komme nach oben. Schieb den Scheitelpunkt in den Himmel. Schieb die Schulter nach hinten unten. Wenn es zu anstrengend ist, lass das Knie unten. Knie am Boden oder nicht? Wenn du die Ferse wegschiebst, ist das Knie nicht mehr am Boden. Wenn es zu anstrengend ist, lass es unten. Es gibt die Option, was auch immer gut für dich ist. Atme ein, atme aus, komme wieder nach unten mit den Knie und mit den Händen. Nimm dein rechtes Bein mit nach hinten, geh in den Hund, der nach unten schaut. Streck dich, verweile einen Atemzug oder zwei, entspann in der Position. Setz die Knie zum Boden ab, komm in die Tigerposition. Geh mit dem Gesäß weit nach hinten auf die Fersen, streck die Arme weit nach vorne. Mit dem Einatmen roll dich auf in den Fersensitz. Mit dem Ausatmen bring die Hände zum Namaste. Wachse über dich hinaus, atme ein, öffne dich dem Universum, der göttlichen Fülle. Atme aus, mach einen Schritt in die Welt mit dem linken Bein. Zieh den Steiß nach vorne, spann den Beckenboden fest an, dass du hier wirklich in der Anspannung bist, Schultern hinten, unten. Wir laden die rechte Seite zuerst ein. Atme ein, folge mit dem Blick deiner Hand auf Schulterlinie. Um die Taille wickeln, ausatmen, Schulter sinkt nach hinten, unten. Atme ein, der Arm geht wieder nach hinten und atme aus, bring ihn nach vorne zurück. Setz auf die linkes Knie, linke Seite. Einatmen, dreh dich so weit du kommst, nach links. Wickel den Arm um die Taille, Schulter hinten, unten, Blick über die Schulter. Atme ein, der Arm geht zurück. Atme aus, komm wieder nach vorne. Steiß ist immer noch vorne, Beckenboden angespannt. Finger zusammen. Und atme ein, zieh die Arme hinter die Ohren, schau zum Himmel. Spann den Beckenboden fest an, öffne die Arme, atme aus, bring die Hände neben deinen linken Fuß. Das linke Bein vorne ist immer noch senkrecht.
Fußspitzen, Zehenspitzen sind in einer Linie. Nö, Fußspitzen, Fingerspitzen. Dein rechtes Bein ist weit nach hinten weggestreckt und du schiebst den Kopf aus der Schulter raus. Mach einen langen, freundlichen Hals und die Mundwinkel wollen gleich mit nach oben. Schiebe, wenn du das Bein weit hinten hast, setz die Zehen rechts auf und achte darauf, dass nur die Ferse nach hinten weggehen will. Nur die Ferse. Wenn das nicht geht, bleib unten. Okay? Und mit dem Einatmen schieb die Ferse nach hinten weg. Und den Kopf nach vorne, sodass du wirklich eine Linie gespannt hast. Einen Bogen zwischen Scheitelpunkt und Ferse unten. Eine ganze Achse. Ja. Wenn das für dich gut geht, wenn du so bleiben kannst, dann bleibe hier. Du kannst jederzeit das Knie wieder runtersetzen und dich entspannen dabei. Bring die Hände auf dein Knie, richte dich auf, die Schultern hinten, unten, sinke da rein. Sehr schön. Und öffne, atme ein. Lass die Arme sinken, atme aus. Atme ein. Streck dich der Welt entgegen und verbinde Himmel und Erde mit dem Ausatmen. Setz das Knie wieder ab, mach die Zehen lang. Stell die Zehen nochmal auf. Und gehe in den Hund, der nach unten schaut. Mach diese Seite nochmal zu entspannen. Verweile einen tiefen Atemzug. Sehr schön. Hab die Idee, dass die Rippenbögen zu den Knien wollen. Und die Fersen ziehen nach unten. Ja. Und mit dem nächsten Ausatmen lass die Knie zum Boden sinken. Komm in die Tigerposition, sink auf die Fersen, nimm einen Moment wahr, wie sich das anfühlt. Ja, und wenn wir noch eine Stunde Zeit hätten, können wir jetzt mit dieser Reihe noch ein ganzes Stück weitermachen. Da gibt es noch ganz viele Varianten dazu. Deshalb richte dich langsam wieder auf und für die Entspannung leg dich auf den Rücken. Finde eine gute Position, in der du nachspüren kannst. Nimm wahr, was hat sich verändert in deinem Körper. Beobachte deinen Atem, wie er kommt und geht. Spüre das Strömen und Fließen in deinem Körper. Und geh mit deiner Aufmerksamkeit in dein Herz. Und spür das Licht in deinem Herzen vom Beginn der Stunde noch einmal. Und lass es in die Welt strahlen. Spür, wie du dein Licht genährt hast, dieser Praxis. Deine Lebensenergie gewachsen ist vielleicht jetzt schon.
oder erst mit einigem Üben dieser Reihe. Erlaube dir, vollkommen in deiner Kraft zu sein, in deiner Power und ganz still und gelassen, der Fülle des Lebens entgegenzugehen, sie zu genießen in all ihren Facetten und Erscheinungen. In dem Wissen, dass jederzeit Licht und Liebe in Fülle für dich vorhanden sind.
dem Verklingen des Gate-Gate, des Mantras für Licht in dir, für die kleine oder die große Erleuchtung in dir, jetzt und in der Zukunft, lade ich dich ein, wieder die Matte unter deinem Rücken wahrzunehmen, deinen Atem ganz bewusst zu spüren. Und erst mit dem nächsten tiefen Einatmen komme in ein großes Recken und Strecken, was ganz weit wird. Lass dich wieder lebendig werden in der Bewegung. Mit dem Ausatmen zieh mal Kopf und Knie zusammen, werde ganz rund. Rolle ein bisschen hin und her, bis du ganz im Hier und Jetzt und bereit bist, das Beste aus dieser und der nächsten Zeit zu machen, was auch immer das sein mag. Erst dann setz dich langsam, langsam wieder auf und lade alles ein, was du mitnehmen möchtest. Bring es in dein Herz und bedanke dich bei dir und deinem Körper für alles, was ihr gemeinsam leistet und genießen und erfahren könnt. Schenke dir selbst zuerst deine Wertschätzung. Und dann lass dein Herz sich wieder öffnen und deine Hände. Schick diese gute Herzensenergie in die Welt hinaus. Strahl sie aus. Es wird so viel gute Energie benötigt, dass du gar nicht fertig wirst, immer noch mehr zu strahlen. Und das ist die Einladung. Strahl es in die Welt. Alles, was du ausstrahlst, kehrt zu dir zurück. Das ist so toll. Und deshalb zum Schluss noch die Einladung. Wir veranstalten nächstes Jahr, 11. und 12. Oktober, ein Festival Yoga am Herzen unter dem Titel Naturimpuls. Den Sänger, den ihr gerade gehört habt, Lex van Sameren, wird unser Konzert abends gestalten, nach einem Workshop geben. Wir laden euch herzlich ein, mal nach Sachsen zu kommen. Wir würden uns ganz sehr freuen, wenn aus allen möglichen Teilen von Deutschland die Yogis da sind und wir auch so im Osten immer mehr dazugehören dürfen. Manchmal fühlen wir uns ein bisschen so wie ganz weit weg, noch ein bisschen im Tal der Ahnungslosen. Deshalb die Einladung an euch, bringt eure Yogis mit. Es wird in Kürze den Flyer dazu geben und wenn ich jemanden welche schicken darf, schickt mir eine E-Mail oder ein Plakat, ich verteile das gerne. Es ist so ein Gemeinschaftsprojekt der Yogis im Osten und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das vielleicht auch mit eurer Herzensenergie bereichern könnt. Vielen Dank, dass du so toll mitgemacht hast. Da liegen Visitenkarten für, wer das möchte, dass die Übungen geschickt werden, schreibt mir eine E-Mail und auch ein kleines Programm halt. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß hier und wo immer du sein wirst, verbreite diese gute Energie. Und lasst uns gemeinsam einen umtönen. Vielen Dank, dass du da warst.